wir allein im Universum. Der alte Scholastiker Albert Magnus hat mal darüber gesagt, das ist eine der wunderbarsten und edelsten Fragen der Natur überhaupt. Und das ist tatsächlich, sitzen wir hier allein und gibt es da irgendwo weit draußen noch andere, die uns zuschauen oder vielleicht auch unabhängig von uns irgendwas machen? Gibt es ähnliche Menschen? Sind das Typen wie wir oder sehen die ganz anders aus? Mit solchen Fragen werden wir uns heute beschäftigen. Also, sind wir allein im Universum? Hier sehen Sie ein bisschen Literatur, es gibt eine Menge Literatur darüber. Da können Sie sich also mal einlesen, wirklich alles sehr schön. Ich werde Ihnen versuchen, heute so das Wesentliche rüberzubringen. Bevor wir anfangen, müssen wir eine wichtige Definition machen, denn das ist etwas, was überall in der Literatur vorkommt. Wir werden, und zwar im Einklang sehen Sie hier, mit der Fachliteratur außerirdische intelligente Zivilisation als Extraterrestrial Intelligence, ETI nennen, oder ETI kurz. Ich werde immer nur kurz von ETI sprechen. Also es geht wirklich um intelligente Zivilisationen. Was wir unter intelligent verstehen, werden wir gleich noch sehen. Aber eine Zivilisation, die wirklich intelligent und außerirdisch ist, ist eben ein ETI. So, und jetzt stelle ich Ihnen erstmal die Frage, wer von Ihnen glaubt, dass es irgendwo da draußen ETIs gibt? Mal Hand hoch. Oh, das sind fast alle, 1, 2, 3, nicht 4 nicht, aber alle anderen glauben. Also das ist so, schätze ich mal, so 80-90% glauben, da draußen gibt es welche. Jetzt kommt die gute Nachricht. Sie sind nicht allein, denn das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist das sogenannte populär-pluralistische Argument. Was heißt das? Nun, ich möchte Ihnen erstmal darstellen, es gab eine Umfrage des MNIT-Instituts, Sie sehen es auch hier, im Jahre 2002, die haben gefragt, die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung, gibt es außerhalb unserer Erde noch weitere intelligente Lebewesen? Ne? Und Sie sehen hier das Ergebnis, 50%, über 50% haben mit Ja geantwortet, 43% mit Nein. Aber jetzt kommt das Interessante und das Wichtige, der typische ETI-Gläubige ist jung, gebildet, männlich, kommt aus Westdeutschland, also das war eine europäische Umfrage, und verfügt über ein überdurchschnittliches Einkommen. Nun gut, also beim letzten Punkt bin ich mir nicht ganz so sicher. Das kommt noch, aber alles andere stimmt. Also Sie sind der typische ETI-Gläubige. Passt wunderbar, passt alles zusammen. Übrigens in den Vereinigten Staaten, das sehen Sie ja auch, habe ich hingeschrieben, gab es eine ähnliche Umfrage und da glaubten im Jahr 2002 56% der Bevölkerung, dass UFOs, womit sie außerirdisch meinen, übrigens eine trügerischer Fehlschluss. UFOs heißt unbekannte Flugobjekte. Das heißt, man sieht irgendwie was fliegen, meistens bei Nacht, irgendwie einen hellen Schein und man sagt UFO und sagt gleich Außerirdische. Das ist überhaupt nicht wahr. Nur weil ich nicht verstehe, was da ist, heißt das noch lange nicht, dass es Außerirdische sind. Also UFOs sind nicht Außerirdische, nicht unbedingt Außerirdische. Also die glauben, dass UFOs, dass da was dran sein und bei den unter 30-Jährigen sind sogar 70%. Bang, passt wieder, also Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Die übliche Begründung, Sie brauchen mir gar nicht erzählen, warum Sie daran glauben, es ist immer dasselbe Argument, nämlich es gibt da draußen so viele Milliarden Planeten und Sterne. Insgesamt in unserer Milchstraße etwa 100 Milliarden, weiter draußen in dem einsehbaren Universum, Sie wissen inzwischen, was das ist, in dem einsehbaren Universum gibt es etwa 10.000 Milliarden Sterne. Da müsste es doch mit dem Teufel zugehen oder der gesunde Menschenverstand gebietet einfach, dass es dort andere Zivilisationen gibt. Das ist das populär-pluralistische Argument. Die Frage ist da was dran? Ist das richtig? Und das ist der nächste Punkt. Als kleine Einführung in dieses Thema, ist der gesunde Menschenverstand immer gescheit, habe ich Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht, das finde ich sehr schön, hat auch was mit Außerirdischen zu tun und hier wird ein Dialog entwickelt, den ich übrigens bei Carl Sagan in einem seiner Bücher gefunden habe, nämlich im Kosmos. Und es geht hier um die Frage, wir leben und sind erfüllt mit dem Gedanken an der Existenz von Leben überall. Also wir glauben, wir sind es gibt Leben überall. Man nennt sowas übrigens auch Kohlenstoffchauvinismus. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was gehört haben, nach dem Motto, Kohlenstoff ist toll, muss es überall geben, ja, und das ist das einzig Wahre. Und wenn es da draußen was Gescheites gibt, dann muss das aus Kohlenstoff sein, also ungefähr so wie wir. Und dieser Kohlenstoffchauvinismus führt auch einfach zu den Gedanken, klar, da draußen gibt es auch anderes, und zwar ähnlich so wie wir. Und dieser Glaube, dieser Kohlenstoffchauvinismus, der
geht schon durch die Jahrhunderte durch und deswegen entspinnt sich hier ein interessanter Gedanke, nämlich die Leute damals, als das Fernrohr erfunden wurde, Sie sehen das hier auf der rechten Seite, haben sich natürlich auch die Venus angeschaut. So, und das ist der Blick auf die Venus. Wenn Sie also durchs Fernrohr schauen, sehen Sie einen so einen bläulich-blässlichen Planeten. Und was sehen Sie? Nun, Sie sehen eine Menge, ja, einfach nur so was Verschwommenes halt. Sie sehen keine Strukturen, Sie kennen nichts von der Oberfläche, aber... Und jetzt kommt eben der interessante Dialog, der etwas mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Also hier ist ein Gespräch zweier astronomischer Wissenschaftler im 19. Jahrhundert, die sich fragen, gibt es auf der Venus Leben? Nun, man kann nichts auf der Venus erkennen. Okay, warum nicht? Nun, weil sie vollständig mit Wolken bedeckt ist. So ist es. Also die Venus hat sehr viel Wasser, das ist also eigentlich alles vernebelt, könnte man so sagen. Woraus bestehen Wolken? Nun, aus Wasser natürlich. Okay, warum sind dann Wolken auf der Erde dicker als die Wolken auf der Venus, dicker als die auf der Erde? Nun, weil es dort wohl mehr Wasser gibt als auf der Erde. Okay, aber wenn es dort mehr Wasser gibt, muss es auch mehr Wasser auf der Oberfläche geben. Was für Oberflächen sind sehr feucht? Nun, Sümpfe. Sümpfe sind sehr feucht, okay. Wenn es dort Sümpfe gibt, warum nicht Palmfarne und Libellen und vielleicht sogar Dinosaurier auf der Venus? Fazit, es gibt absolut nichts zu sehen auf der Venus, daher muss die Venus erfüllt sein mit Leben. Das ist gesunder Menschenverstand, okay. Also Sie sehen, der gesunde Menschenverstand muss einen nicht immer gedanklich richtig leiten, das will ich Ihnen damit sagen. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben, ein schönes Analogon. Nochmal zurück, was will uns das Analogon sagen? Bei so vielen Zahlen, bei so vielen anderen Planeten muss einfach die große Zahl erschlagen. Ich gebe Ihnen jetzt ein Gegenargument, und zwar von einem gewissen Herr Cousins aus dem Jahre 1972, der folgendes Beispiel gemacht hat, um zu zeigen, dass dem nicht so sein muss. Er setzt diese zufällige Entstehung des Lebens gleich mit der Wahrscheinlichkeit, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Affe per Zufall auf einer Schreibmaschine den Hamlet schreibt. Okay, wir wissen, der Hamlet ist geschrieben worden von Shakespeare, aber jetzt setzen wir einfach einen blöden Affen dahin und der tippt einfach ganz blöde auf einer Schreibmaschine drumherum und versucht einfach mal einen Hamlet zu schreiben. Nein, er weiß nicht, dass er schreibt einfach, er tippt wild drauf los. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Affe per Zufall nach sehr langer Zeit einen Hamlet schreibt, ist die Frage. Nun, man kann zeigen, wenn man den Hamlet die Anzahl der Buchstaben nimmt und wir lassen den Affen wild drauf lostippen, dann kann man zeigen, so ganz grob, also per Statistik, dass er etwa 10 hoch 460.000 Sekunden braucht. Okay? Das ist ganz grob die Zeit, die so ein Affe braucht. Jetzt machen wir Folgendes. Wir tun auf jedem Planeten dort draußen, den wir kennen, zum Beispiel in unserer Milchstraße, das sind 10 hoch 22 Planeten, nein, wir nehmen jetzt gleich das ganze Universum, das einsehbare Universum mit 10 hoch 22 Planeten. Auf jedem dieser Planeten dort draußen, das sind eine Menge Planeten, 10.000 Milliarden Milliarden Planeten setzen wir einen Affen. Und jeder dieser Affe schreibt auf seiner Schreibmaschine. Die Frage ist, wie groß oder nach welcher Zeit hat irgendeiner dieser Affen Hamlet geschrieben? Und das ist jetzt relativ einfach ausrechenbar. Denn es sind inzwischen seit dem Urknall, sind inzwischen 5 mal 10 hoch 50 Schreibsekunden vergangen. 5 mal 10 hoch 50. Hier steht's. Das im Vergleich zu den 10 hoch 460.000 Sekunden, die ich bräuchte, um einmal Hamlet zu schreiben, oder die eine Affe braucht, ein Hamlet zu schreiben, ist das natürlich nichts. Das ist nämlich genau 10 hoch 460.000 minus 50. Also, um genau zu sein, 459.950 Sekunden. Das ist immer noch ungefähr dieselbe Zahl. Mit anderen Worten, auf die Tour kriegen wir nie Hamlet geschrieben. Okay? Faktisch ist aber Hamlet geschrieben worden. Ich möchte nicht sagen, dass Shakespeare ein Affe war, aber er ist geschrieben worden. Was ich wiederum damit sagen möchte, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisser Sachverhalt eintritt, nämlich wie wahrscheinlich ist, dass Leben eintritt, wenn der extrem gering ist, gibt es immer noch eine Chance, die nicht null ist, dass es einmal passiert. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, es gibt da draußen viele Planeten, gibt es immer noch könnte es eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit leben, dass Leben überhaupt entsteht. Die könnte die Wahrscheinlichkeit, dass es viele Planeten gibt, totschlagen, sozusagen, die könnte sie kaputt machen. Das würde aber nicht bedeuten, dass dieser eine Fall, nämlich wir existieren, damit ausgeschlossen ist.
Verstehen Sie das Argument? Lassen Sie mich ein anderes Beispiel geben. Ich stehe heute vor Ihnen und bin gekleidet. Blaues Hemd, blaue Hose, schwarze Socken, schwarze Schuhe, Unterhose erzähle ich Ihnen jetzt nicht, aber so stehe ich jetzt da. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau so vor Ihnen zu stehen? Nun, die Antwort lautet, ich habe ungefähr 20 Hemden, 20 Hosen, 20 Sockenpaare. Sie können sich schnell ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich genau mit dieser Kombination vor Ihnen stehe. Die ist ziemlich null. Diese Kombination werden Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben bei mir nicht mehr sehen. Trotzdem stehe ich genauso vor Ihnen. Mit anderen Worten, nur weil etwas extrem unwahrscheinlich ist, heißt das noch lange nicht, dass es nicht eintreten kann. Das nochmal übertragen auf unseren Fall. Wenn es also biologisches Leben mit extrem kleiner Wahrscheinlichkeit gibt, und zwar extrem, dann muss es nicht so sein, dass eine große Anzahl von Planeten automatisch bedeutet, dass es doch eintritt. Nein, aber wir dürfen uns nicht wundern, wenn es dann doch eintritt. Und das könnte genau unser Fall sein. Unser Fall heißt, wir dürften uns nicht wundern, dass wir existieren, obwohl es dort draußen kein anderes Leben gibt. Dieser Fall könnte sehr wohl eintreten und wir bräuchten uns darüber nicht wundern. Okay? So, das ist das sogenannte anthropische Prinzip. Also wir brauchen uns nicht wundern, obwohl wir existieren. So, das habe ich Ihnen gerade erklärt. Es gibt verschiedene Ansätze, jetzt mal vielleicht auszurechnen, ob es dort draußen irgendwo anders außerirdisches Leben gibt. Und das ist eine Möglichkeit ist die berühmte Drake-Gleichung. Frank Drake aus dem Jahr 1961 hat anlässlich einer Konferenz, die er damals zum ersten Mal einberufen hat, sich überlegt, kann ich sowas überhaupt ausrechnen? Das war übrigens die erste Konferenz, die sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, gibt es da draußen außerirdisches Leben? Denn damals, Anfang der 60er Jahre, ging es nämlich los, nach außerirdischem Leben zu suchen, nachdem man zum ersten Mal wirklich elektromagnetische Wellen, also Funkkontakte in den Weltraum hinaussenden konnte. Und er hat sich, so erzählte er, ein paar Tage vor der Konferenz hingesetzt und hat sich überlegt, gibt es irgendwie eine Methode, sowas auszurechnen? Und er ist auf diese Formel, die Sie hier oben sehen, auf diese Formel gekommen. Was steht hier? Nun, hier steht, die Anzahl der heute existierenden intelligenten Zivilisationen in unserer Galaxie lässt sich beschreiben als R-Stern. R-Stern ist, und das sehen Sie, wo steht's? R-Stern ist die Rate, steht das nicht hier? Ist die mittlere Sternenentstehungsrate dieser Galaxie gemittelt über die gesamte Lebensdauer einer Zivilisation. Und die kennen wir inzwischen sehr gut, die sehen Sie hier, die beträgt etwa 20 Sterne und damit auch entsprechend möglicher Planeten pro Jahr in unserer Milchstraße. Also pro Jahr entstehen in unserer Milchstraße etwa 20 neue Sterne und auch etwa 20 Stück vergehen etwa wieder pro Jahr. So, multipliziert mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, die Sie hier sehen. Diese Wahrscheinlichkeiten sind folgende. Da steht FH. Der Anteil der Sterne, die eine Ökosphäre haben. Was bedeutet das? Eine Ökosphäre nennt man auch eine habitable Zone. Um das zu verstehen, zeige ich Ihnen einfach mal das nächste Bild. Wir kennen inzwischen mehrere Systeme dort draußen, Sternsysteme, die andere Planeten haben. Und eine der bekanntesten inzwischen ist Kepler 22. Kepler ist einer dieser Sonden, Teleskope, die nach anderen Planeten suchen. Wir hatten da einen Vortrag gehabt, am letzten Samstag hat das einer schön erzählt. Und es ging da eben auch um die habitable Zone. Also die Frage, in welchem Abstand muss ein Planet von einem zentralen Stern entfernt sein, damit er überhaupt eine Chance hat, dass da Leben entstehen kann. Nun, wenn wir von der Voraussetzung ausgehen, dass die anderen, wenn es die gibt, also die Ethis, genauso wie wir aus Kohlenstoff bestehen und man hat wissenschaftlich untersucht, gibt es da Alternativen? Und die Antwort lautet nein. Warum nicht? Nun, das kann ich Ihnen ganz kurz skizzieren. Es muss ja zwei Möglichkeiten haben, dieses Leben. Was ist Leben? Nun, Leben, so ist Leben definiert, ist die Möglichkeit zu metabolisieren. Das ist der eine Punkt. Metabolisieren heißt, ich tausche
Material mit meinem Körper aus. Ich muss natürlich Energie zu mir führen, sonst könnte ich mich nicht bewegen. Diese Energie muss ich irgendwo herholen. Die muss ich mir durch Essen oder wie auch was anderes einnehmen und ich muss es irgendwie wieder abführen können. Und sowas nennt man Metabolisieren. Der zweite Punkt ist, Wesen gehen kaputt, sie altern und müssen neu ersetzt werden. Und deswegen ist, dass man also ein Leben muss sich reproduzieren können. Also Reproduktion sind zwei wesentliche Merkmale für Leben. Metabolismus und reproduzieren. Übrigens, wenn Sie mal drüber nachdenken, was ist Leben überhaupt, ist eine sehr schwierige Frage. Wenn ich Sie fragen würde, wie würden Sie Leben definieren, dann wären Sie wahrscheinlich nicht darauf gekommen. Sie würden sagen, nun, das bewegt sich. Da würde ich sagen, naja, also Pflanzen können sich nicht bewegen, also ist das kein Leben. Doch, doch, würden Sie sagen. Aber was würden Sie sagen? Was ist Leben? Wie definieren Sie Leben? Ziemlich schwierig, ne? Also die Wissenschaftler haben sich auf diese zwei Punkte geeinigt. Wesen, die metabolisieren und reproduzieren, sind Wesen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Wechselwirken mit dem Äußeren reicht schon, das stimmt nicht. Nehmen Sie eine Kerzenflamme. Eine Kerzenflamme metabolisiert mit der Umwelt. Unten kommt das Wachs, dann wird es oxidiert, das heißt die Flamme brennt, ist metabolisiert. Und demnach wäre eine Kerzenflamme oder eine Kerze wäre lebendig. Jetzt würden Sie sagen, nein, das stimmt natürlich nicht. Und Sie sehen, aha, das wird schon schwieriger. Wenn Sie sagen, reproduzieren reicht, eine Kerze kann sich nicht reproduzieren, dann sage ich, ja, das muss jetzt nicht sein. Nehmen wir mal einen Esel. Ne, ein Esel ist die Kombination aus Pferd und, was war das andere noch? Maultier. Ach so, Entschuldigung, Maultier. Maultier ist eine Kombination, genau das. Maultier ist ein Esel. Maultier ist eine Kombination aus Esel und Pferd, kann sich aber nicht reproduzieren. Ist deswegen ein Maultier kein Lebewesen? Nein, werden Sie sagen. Nein, nein, das ist natürlich schon ein Lebewesen. Also Sie sehen, selbst diese Definition, also ein Maultier metabolisiert und kann sich nicht reproduzieren, ist aber trotzdem Tier. Also Sie sehen, ist gar nicht so einfach. Wie kam ich jetzt darauf? Ah ja, es geht um Metabolisieren. Metabolisieren, wie kann man metabolisieren? Nun, metabolisieren heißt austauschen. Sie brauchen irgendwie Sauerstoff, irgendwas müssen Sie aufnehmen. Das kann eigentlich am besten funktionieren nur mit Kohlenstoff. Warum? Nun, es gibt CO2, das ist nämlich daher, wo Sie die Energie bekommen. Wenn aus Kohlenstoff und Sauerstoff CO2 wird, wird eine Menge Energie abgegeben. Und die setzen Sie ja gerade im Körper um. Jetzt muss aber das CO2 auch wieder raus. Das Schöne an CO2 ist, dass CO2 sich sehr schön vermischt mit H2O. Das heißt, Sie nehmen Wasser, dann, das ist nämlich Ihr Blut, da geht dann das CO2 rein, wird dann über das Blut in Ihre Lunge gegeben und jetzt kommt es, das CO2 vermischt sich auch sehr schön mit der Atmosphäre. Das heißt, per Diffusion oder wie Verteilung kann Sauerstoff, das gehört natürlich auch noch dazu, O2 löst sich sehr schön in Wasser und in der Atmosphäre. Und damit kriege ich schön diesen Metabolismus hin. Das heißt, der Sauerstoff kommt von außen auf mich zu, über die Atmosphäre, geht in mein Blut, löst sich im Blut auf, im Wasser, geht in die Zellen, wird dort verbrannt zu CO2 und das CO2 selber kann auch wieder über das Blut in die Atmosphäre. Wunderbar. Genauso wie wir es brauchen. Welche andere Möglichkeit gibt es? Es gibt noch einen Punkt. Ich brauche also Kohlenstoff nicht nur, um Energie zu erzeugen, sondern ich brauche Kohlenstoff auch, um Informationen zu speichern. Denn irgendwo muss ja ein Informationsspeicher im Wesen sein, der beim Reproduzieren sagt, welche Information überhaupt reproduziert werden soll. Und wir brauchen Informationsspeicher zur Erinnerung und all solcher Dinge. Welche andere Möglichkeit? Kohlenstoff kann das sehr gut, denn es bildet lange Moleküle, wie Sie wissen, die dann auch komplexere Moleküle, zum Beispiel DNA, bilden. Und diese DNA ist ein perfekter Speicher für Informationen. Welches anderes Molekül kann sowas, ist die Frage. Nun, die Antwort lautet, es gibt nur noch ein Molekül, was solche lange Ketten bilden kann und eine Menge Energie gibt, das ist nämlich Silizium. Silizium steht tatsächlich in der Reihe, in der Periodensystem, unter dem Kohlenstoff. Also Silizium wäre auch was. Silizium kann auch lange Ketten bilden, ist also auch gut geeignet, um eventuelle Informationen zu speichern. Aber eins kann Silizium nicht. Siliziumoxid, das ist nämlich das, womit wir dann arbeiten können.
im Analogon zu CO2. Siliziumoxid ist ein Festkörper. Quarz. Und das ist schlecht. Und schon funktioniert es nicht. Das heißt, Sie brauchen neben einer Substanz, die Ihren Körper ausmacht, auch ein Lösungsmittel, in dem überhaupt Metabolismus stattfinden kann. Das Gas ist perfekt, Wasser ist perfekt. Was für ein Lösungsmittel gibt es für Siliziumoxid? Die Antwort lautet keins. Es gibt kein Lösungsmittel. Und das ist schlecht. Und deswegen ist es extrem unwahrscheinlich, dass es eine Siliziumwelt gibt. Deswegen gibt es höchstwahrscheinlich nur eine Kohlenstoffwelt. Insofern ist der Kohlenstoffchauvinismus eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das ist wahrscheinlich so. All die anderen, die da draußen sind, basieren wahrscheinlich auch auf Kohlenstoff. Das war jetzt so ein kleiner Sidestep, das verlassen wir jetzt. Die Frage war es also, habitable Zone. Nun, wenn die anderen da draußen auch aus Kohlenstoff bestehen und Kohlenstoff braucht als Lösungsmittel Wasser und Wasser als Temperaturbereich, in dem es nämlich als Lösungsmittel arbeiten kann, zwischen 0 Grad und 100 Grad liegt, wie groß ist der Bereich um einen Stern herum, wo H2O als Lösungsmittel wirken kann? Und die Antwort lautet, das ist die habitable Zone. Die habitable Zone ist definiert als der Bereich, wo Wasser flüssig ist. Und das sehen Sie hier. Das ist genau die grüne Zone. Also, der Planet darf nicht zu nah an einer Sonne sein, sonst wird das Wasser gasförmig. Und andererseits, es darf nicht zu weit weg sein. Also nehmen wir hier. Ab hier wäre das Wasser gasförmig und hier draußen wäre es Eis und würde auch nicht als Lösungsmittel arbeiten können. Also, das ist die habitable Zone. Sie sehen, dass in unserem Sonnensystem weder Merkur noch Venus, Venus liegt gerade so am Rande dieser habitablen Zone, aber die Erde liegt ziemlich gut mittendrin und übrigens auch Mars. Und deswegen glauben wir alle, dass Mars früher vielleicht mal durchaus kleines oder primitives biologisches Leben getragen hat. Hier das Kepler-22-System hat eben auch diesen einen Planeten, Kepler-22b, Sie sehen ihn hier, der liegt in dieser habitablen Zone, könnte also Wasser in flüssiger Form tragen. So, Sie sehen also jetzt die Wichtigkeit so einer habitablen Zone. Man kann zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Planeten um einen Stern herum in der habitablen Zone liegen, etwa ein Zehntel ist. Schauen Sie sich sozusagen unser Planetensystem an, dann sehen Sie, aha, ungefähr ein Zehntel, ganz grob. So, dann, also das war FH, dann kommt noch FP. FP ist der Anteil der Sterne, die überhaupt ein Planetensystem besitzen. Wenn ich überhaupt keine Planeten habe, die in die habitable Zone fallen, dann nützt mir auch keine habitable Zone nichts. Okay, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit von Planeten? Hier sehen Sie es ungefähr so ein Achtel. Ja, jeder achtes Planetensystem hat solche Planeten. Übrigens Doppelsterne, um mal irgendwas zu sagen, Doppelsternsystem hat wahrscheinlich gar nicht so ein Planetensystem. Ich habe Ihnen das mal erzählt. In einem Doppelsternsystem werden Planeten relativ schnell rausgeschleudert. Ich erzähle es Ihnen noch mal kurz, warum. Wenn Sie hier zwei Sonnen haben und drumherum kreist irgendwo ein Planet, dann kann durch drei Körperwechselwirkung, dieser eine kleine Planet sehr schnell Energie von den anderen beiden aufnehmen und rausgeschleudert werden. Also deswegen nimmt man an, dass Doppelsterne wahrscheinlich, es sei denn, die Doppelsterne sind sehr eng zusammen und der Planet hier draußen ist sehr weit weg. Dann funktioniert das nicht. Aber so kann er seine, die Energie des Doppelplaneten, des Doppelsternsystems aufnehmen. Dazu kommt diese Fahrt des Planeten, also das Umkreisen der beiden, wäre nicht auf einer strengen Kreisform. Das wiederum würde bedeuten, dass die Temperaturen sich sehr stark ändern, wenn der Planet um dieses Doppelsystem geht und das heißt, sie haben keine stabilen Verhältnisse. Also alles sehr unschön für Leben dort draußen. So, jetzt machen wir weiter. Dann kommt noch ein Faktor, das ist nämlich NE. Was ist NE? NE, das sehen Sie hier, ist die mittlere Zahl von Planeten in einem Planetensystem, die eine geeignete Größe haben und in die Ökosphäre fallen, also geeignet sind, biologisches Leben hervorzubringen. Also, Sie müssen eine geeignete Größe haben. Nehmen wir mal Jupiter. Jupiter ist viel zu groß, dazu ist ein Gasplanet. Also, Planeten dürfen nicht zu groß sein, sonst sind sie nämlich Gasplaneten. Sie dürfen aber auch nicht zu klein sein, nehmen wir zum Beispiel den Mond oder den Merkur von der Größe, die sind so klein, dass sie keine Atmosphäre mehr halten können. Die Gravitation reicht einfach nicht. Zu groß darf er übrigens auch nicht sein,
Das kann man auch zeigen, denn wenn so ein Planet so groß ist, dann müssen die Lebewesen, die darauf leben können, dürfen gar nicht groß sein. Denn die Gravitation würde denen wirklich alles, die ganzen Körper zerbrechen. Das kann man zeigen. Also je größer ein Planet, desto kleiner sind die Lebewesen daraus. Kann man aber zeigen, dass ein Lebewesen eine Mindestgröße haben muss, denn sie brauchen so eine Art Informationsverarbeitungssystem, wir nennen das Gehirn, die also eine bestimmte Neuronenmenge haben muss, typischerweise 100 Milliarden Neuronen, dann kann man zeigen, dann kann erst eine gewisse Intelligenz entstehen. Wenn sie aber so einen kleinen Pinscher haben, also sowas Großes, da kriegen sie keine 100 Milliarden Neuronen rein. Also Tiere, die nicht größer, sagen wir, sind als meine Faust, die können nicht intelligent sein. Sie sehen, das sind so ganz einfache Argumente, ja, aber die müssen erfüllt sein. Und ein großer Planet kann keine großen Lebewesen haben. Die würden nicht darauf existieren können. Also es muss ein bestimmter Größenbereich sein. Man weiß auch heute, das trifft für jeden Hundertsten zu. Dann haben wir hier noch einen Faktor FL, den sehen Sie hier. FL ist die mittlere Zahl solcher geeigneten Planeten, die tatsächlich Leben hervorbringt. Also die Frage, wenn ich jetzt die richtige Größe habe und habitable Zone, und das stimmt alles, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leben überhaupt dann entsteht? Und diese Wahrscheinlichkeit nennt man FL. Bitte, da ist eine Frage. Müsste man nicht noch die Anzahl der Planeten, die einen Mond haben, mit reinnehmen? Ja, ja, das hat man erst später, Sie haben vollkommen recht. Also seine Frage ist, müsste man nicht auch die Wahrscheinlichkeit von Planeten nehmen, die dann einen Mond haben? Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren gezeigt, dass ein Mond, und zwar ein großer Mond, der die Erdachse in unserem Fall stabilisiert, entscheidend ist für langfristiges Leben. Wenn es nicht so einen Mond gibt, nehmen wir zum Beispiel Mars. Mars hat den Deimos, der ist relativ klein, stabilisiert nicht die Marsachse, die pendelt, was zu sehr starken Ausschlägen von Klimas auf dem Mars führt, insbesondere, dass sie nicht auf denselben Breitengraden ist. Also diese Stabilität ist für höheres Leben auch wichtig. Das kannte der Drake damals noch nicht. Heute sagen die Wissenschaftler, ja, sowas müsste auch drin auftauchen. Sie haben recht. Dann kommt der Bruchteil solcher Biosphären, auf denen sich dann noch darüber hinaus intelligentes Leben bildet. So, und dann zum Schluss kommt noch FC, der Bruchteil solcher Zivilisationen, die fortgeschrittene Techniken zur Kommunikation entwickeln. Also, und tatsächlich definieren wir wirklich intelligentes Leben als solches Leben, was interstellare Kommunikation machen kann. Das ist eine sehr pragmatische Definition nach dem Motto, wir wollen uns, wie können wir herausfinden, dass es dort andere gibt? Nun, wir können interstellar kommunizieren. Wenn die das nicht können, macht es keinen Sinn, überhaupt zu kommunizieren. Deswegen definieren wir so eine Zivilisation nicht als intelligent. So, und dann kommt noch der Bruchteil der technisch hochentwickelten Zivilisationen, die heute noch leben. Also das war dieses FH und zum Schluss noch die mittlere Lebensdauer technisch hochzivilisierter, hochtechnisch hochentwickelter Zivilisation. Und Sie sehen, das ist dann auch noch wichtig, denn je länger eine Zivilisation lebt, desto mehr gibt es heute, die mit uns Kontakt aufnehmen könnten. Okay? Wir sprechen nicht von Zivilisationen, die vor Millionen von Jahren existiert hat und heute nicht mehr existiert, sondern die es heute gibt. Und da spielt eben die Lebensdauer einer Zivilisation eine entscheidende Rolle. So, Sie haben gerade gesehen, dass diese ersten Faktoren, also FH, FP und R-Stern, sehr wohl bekannt sind. Und deswegen macht man dann auch Folgendes. Man reduziert diese Drake-Gleichung zu folgender Gleichung. Sie sehen das hier. Also man sagt, das ist R-Stern, das ist so eine Art kosmologische Konstanten, dann eine astronomische Konstante, das ist nämlich genau das hier. Und die Werte kennt man auch sehr gut, die sehen Sie hier. Und eine Life-Konstante, so habe ich es mal gemacht. Also all das, was irgendwie was mit der Entstehung von Leben zu tun hat, das sind diese Größen hier. Und mal der Dauer der Zivilisation. So, diese Größe kennen wir. Und deswegen können wir das zusammenfassen, also R-Stern und F-Astro fassen wir zusammen, dann kommt raus 10 hoch minus 3 pro Jahr mal F-Life und L. Warum lasse ich die anderen beiden da stehen? Nun, F-Life kennen wir nicht, der ist eine biologische Größe und das ist ein Riesenproblem. Und die mittlere Lebensdauer einer Zivilisation kennen wir auch nicht. Die einzige, die wir kennen, sind wir. Und wir können interstellare Kommunikation seit ungefähr 100 Jahren machen. Das heißt, so lange können wir das auch nicht. Wir sind wirklich intelligent erst seit 100 Jahren, nach dieser Definition. Es bleibt also die Frage, um wirklich mal N heute auszurechnen, wie groß ist F-Life und groß L?
Und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Können wir wenigstens grob angeben, wie groß diese beiden Größen sind? Okay, das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann dabei stoßen wir auf zwei Lebensparadoxa. Lebensparadox heißt, da ist was passiert, was eigentlich nicht passieren dürfte. Das erste Lebensparadox, und das werden Sie in verschiedenen Büchern sehen, ist der erste sogenannte kritische Evolutionsschritt. Das ist nämlich der Übergang von unbelebter anorganischer Materie zur ersten probiotischen Zelle. Ich male Ihnen das mal auf. Das Problem ist folgendes. Als unsere Erde begann zu existieren, gab es ja nur anorganische Materie. Also ein paar Atome, wilde Atome, anorganisch. Die Frage ist, wie kann aus sowas, aus so einer atomaren Suppe, wie können da Zellen entstehen? Primitive Zellen. Probiotisch sogar. Probiotisch heißt, noch bevor die richtig Biologie treiben können, sondern was ganz Primitives, so, dass wenigstens das mal existiert und sich reproduzieren kann. Ja? Wie groß ist der Übergang von hier nach hier? Und das ist der erste kritische Evolutionsschritt. Nun, da kann man sich Gedanken machen, es wurden auch Gedanken gemacht, man hat gesagt, okay, wir tun mal so, als wir nehmen mal das Primitivste, was es gibt, die einfachste biologische Zelle, und das ist Escherichia coli, das ist also ein Bakterium, der lebt zum Beispiel in Ihrem Darm. Ist sehr bekannt, sehr viel untersucht. Das Schöne an Escherichia coli ist, diese Zelle hat nur 2500 Gene, das ist sehr wenig, mit das Wenigste, was man kennt. Ist sehr gut, sehr primitive Zelle, und man fragt sich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus diese primitive biologische Zelle entsteht. Nun, jetzt kann man Folgendes sagen. Wir gehen davon aus, dass nicht diese einfache Suppe existierte, sondern Aminosäuren. Das ist schon mal was Interessantes. Aminosäuren sind schon mal organische biologische Moleküle und, das ist wichtig zu zeigen, man kann zeigen, dass solche Aminosäuren tatsächlich in den Tiefen des Universums entstehen. Tatsächlich im Rahmen von Supernova-Explosionen, wenn man lange genug wartet, aber auch in interstellarer Materie. Also durch Licht von Supernovas und dem Staub entsteht ab und zu mal schon mal Aminosäure. Das ist okay, wir gehen mal also davon aus, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus Aminosäuren sowas entsteht. Nun, da drin ist eine DNA. Diese DNA, die also die Information trägt, ist nichts anderes als eine Zusammensetzung von sehr, sehr vielen Aminosäuren, also sozusagen nur viel aneinander getragen. In unserer DNA gibt es vier unterschiedliche Aminosäuren und die in einer bestimmten Kombination machen die Information auf, die auf der DNA liegt. Das allerdings in Millionen- und Milliardenfacher Abfolge. Die Frage ist nun, wenn wir den Zufall spielen lassen und diese vier unterschiedlichen Aminosäuren einfach mal so zufälligerweise aneinander rein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen in einer Art Ursuppe genau die Information zusammenkommt, dass zack, die einfachste Zelle entsteht? Das wäre sozusagen eine Art Entstehungsmechanismus. Okay? Wie groß ist die zufällige Wahrscheinlichkeit? Und wir hatten viel Zeit und es gab viel Ursuppe und wir hatten viel Aminosäuren. Nun, das kann man ausrechnen. Hier sehen Sie, die Wahrscheinlichkeit dafür wäre 10 hoch 1.800.000 Jahre. Und das ist eine verdammt lange Zeit. Also nur zu warten, dass durch Zufall die Aminosäuren sich zur richtigen Information zusammenraufen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Selbst in einem Universum mit unseren 10 hoch 22 Sternen bräuchte es immer noch, und Sie sehen das hier, 10 hoch 1.799.978.000 Jahre. Also praktisch kein Unterschied. Also diesen Mechanismus können Sie praktisch vergessen, heißt das. Das heißt also, wo kommt denn diese erste Zelle her, wenn es so kompliziert ist? Denn dazwischen gibt es ja keinen Weg. Man kann nicht sagen, es gibt eine noch kleinere Zelle, das ist damit die kleinste, die es gibt. Erst danach entwickelten sich ja immer kompliziertere Lebewesen bis hin zu intelligenten. Also das ist der erste kritische Evolutionsschritt, den wir nicht verstehen. Es ist wirklich so. Es ist hart zu verstehen, wie das überhaupt stattfinden könnte. Auf der anderen Seite muss es ja stattgefunden haben, sonst wären wir nicht da. Okay, also das ist ein erster Evolution. Es gibt noch ein weiteres Lebensparadox, einen zweiten kritischen Evolutionsschritt.
Ein zweiter bekannter, das ist nämlich der Übergang von höheren Lebensformen. Sie müssen sich also vorstellen, jetzt habe ich hier eine erste Zelle, dann tun sich mal zwei Zellen zusammen. Das kann man sich gut vorstellen. Da haben sich mal zwei gefunden, sagen Hallo, tun sich zusammen, sagen, ach, zusammen geht's besser. Okay? Und dann kommt noch eine weitere dazu und noch eine und dann werden es immer mehr. Die tun sich zusammen und finden, aha, wenn wir zusammen sind, läuft alles super. Du machst die Arbeit, ich mach die. Du wirst ein Arm, ich werde ein Auge. Ja, so ganz grob gesprochen. Also man teilt sich die Arbeit und schon fluppt es viel besser. Das ist tatsächlich ein Grund für Zellen, sich zusammenzutun. Also unsere Zellen in unserem Körper ist nichts anderes als so eine Ansammlung, eine ausdifferenzierte Zellansammlung. Ausdifferenziert heißt, jede Zelle hat eine andere Aufgabe. Nervenzellen haben eine ganz andere Aufgabe als Muskelzellen, um Beispiel zu geben. Okay? Und unser Körper ist nichts anderes als ein wirklich gut organisierter Haufen von sehr unterschiedlichen Zellen. Also, und dann kommt aber die Frage, wenn ich sehr, sehr viele Zellen habe, unser Körper hat etwa 1000 Milliarden Zellen, dann kommt die Frage, wie kann dann aus diesem großen Haufen von Zellen dann wirklich ein intelligentes Lebewesen entstehen? Intelligenz. Der Übergang von Intelligenz ist nochmal was. Intelligenz ist eine ganz neue Eigenschaft, eine nicht emergente Eigenschaft. Also das heißt, man kann aus einer Ansammlung von Zellen nicht sagen, ob wirklich da Intelligenz entstehen kann. Man weiß nur, es muss eine Menge sein, etwa 100 Milliarden, und dann kann Intelligenz entstehen. Ja, und dazu gibt es eine interessante Aussage eines sehr bekannten Evolutionsbiologen, nämlich John Maynard Smith, der die Wahrscheinlichkeit, um genau zu sein, die Unwahrscheinlichkeit des Übergangs zum menschlichen Leben, also zur Intelligenz, einmal so ausgedrückt hat. Wenn es möglich wäre, die gesamte Evolution zu Tieren zu wiederholen, also unsere gesamte Evolution, die auf der Erde stattgefunden hat, beginnt bei den Anfängen im Kambrium, ist also sehr lange her, dann gibt es keine Garantie, tatsächlich keine Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis dasselbe wäre. Es gäbe keine Eroberung des Landes, kein Auftreten von Säugetieren und sicherlich keine Menschen. Was er also damit sagt, ist, dass unsere Evolution auf der Erde so zufällig war und einzigartig, wenn wir also mit denselben Anfängen vor der Erde vor 4,6 Milliarden Jahren anfangen würden, gäbe es auf dieser Erde nichts. Es gäbe, wie er sagt, es würde keine Säugetiere existieren, keine Eroberung des Landes, keine Lebewesen auf dem Land und auch keine Menschen. Da ist also eine Reihe von vielen Zufällen da gewesen. Einer der großen Zufälle ist eben dieser kritische Evolution. Er sagt, da gibt es noch eine Menge, viele andere kritische Schritte. Säugetiereentstehung, Eroberung des Landes, die kommen ja alle noch davor. Und dann zum Schluss dieser letzte Schritt. Und das sagt ein sehr renommierter Evolutionsbiologe. Es gibt jedoch Evolutionsschritte, um zu sagen, es muss nicht alles kritisch sein. Es gibt Evolutionsschritte, die kommen oft vor. Die sind biologisch getrieben, zum Beispiel, ich habe es hingeschrieben, die Entwicklung von Augen. Tatsächlich kann man zeigen, dass in unserem Tierreich Augen sich sehr oft entwickelt haben. Insgesamt gab es etwa 40 unabhängige Entwicklungen von Augen. Das heißt, es gibt kritische Evolutionsschritte, aber es gibt sehr unkritische Evolutionsschritte. Also wenn es mal ein Lebewesen gibt, was eine bestimmte Menge von Zellen hat und den schicken wir einfach auf die Erde los, dann wird er mit Sicherheit Beine, Arme und Augen entwickeln. Das kommt automatisch und wird immer irgendwann mal stattfinden. Und deswegen wette ich, dass irgendwelche andere Zivilisationen dort draußen Arme, Beine, Augen haben. Warum? Nun, es wird getrieben von den äußeren Umständen. Wenn es Licht gibt, dann brauche ich ein Organ, mit dem ich sehen kann. Und ich brauche Arme, um mich fortzubewegen und Beine, um mich fortzubewegen, um was zu machen, um mit der Umgebung zu interagieren. Und deswegen wird sich sowas immer herausbilden. Wenn es also einen Antrieb gibt, etwas zu machen, dann wird es gemacht. Aber gab es einen Antrieb auf der Erde, dass sich Zellen bilden? Nein, es gibt keinen Nutzen für Zellen. Und deswegen gibt es keinen Antrieb, hier hinzukommen. Gibt es einen Antrieb zur Intelligenz? Nein, anfänglich können Sie eine Intelligenz zu nichts gebrauchen. Am Anfang verbraucht Ihr Gehirn einfach nur viel Energie und ist nachteilig, das kann man zeigen. Erst wenn Sie sehr viel Intelligenz entwickelt haben und dann wirklich mal Werkzeuge entwickeln können, dann schlägt auf einmal Intelligenz durch. Aber ganz zum Schluss erst. Zwischendurch macht Intelligenz, kleine, wenig Intelligenz, wenig Sinn. Das haben die Biologen gezeigt. Und deswegen ist dieser letzte Schritt auch so kritisch, entscheidend, weil es gibt keinen natürlichen Antrieb zur Intelligenz. Also Fazit, wir haben allein hier zwei kritische Evolutionsschritte
herausgefieselt sozusagen, die uns zeigen, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass es genau diese Evolution gibt, ist extrem gering. Und dann kommt noch ein Punkt. Viele sagen, naja, eigentlich ist es doch eine natürliche Entwicklung. Man fängt klein an und es kommt was Großes hinten raus. Das ist der natürliche Weg der Evolution. Um es mal anders zu formulieren, dass am Ende der Mensch steht, ist so eine Art teleologische Evolution. Wobei teleologisch, nicht theologisch, teleos ist im Griechischen das Ziel. Also eine zielgerichtete Evolution hin zu großem Leben, zu großem Wesen, einschließlich dann zum Mensch. Also mit anderen Worten, der Mensch ist die Schöpfung, ist die Krone der Schöpfung. Gibt es so eine zielgerichtete Entwicklung? Und viele Menschen glauben, ja, ist klar. Wenn ich klein anfange, dann wird es mit der Zeit immer komplexer. Aber da gibt es ein sehr gutes Argument von einem Herrn Gold, der mal gezeigt hat, dass das gar nicht so ist, dass diese Gerichtetheit gar nicht existiert, und das soll eben hier oben dieses Bild zeigen. Stellen wir mal vor, dieser erste kritische Evolutionsschritt ist in der Geschichte der Erde mal gemacht worden und wir haben eine Ansammlung von ganz einfachen Lebewesen. Was bleibt einem Bakterium, einem Escherichia coli übrig? Kann er seine Zelle halb groß machen? Nein. Kleiner als 1 geht nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit der Änderung ist in 2 Zellen. Dann, wenn ich einmal 2 Zellen habe, dann kann die eine Zelle sagen, komm, lass mich in Ruhe, ich bin wieder alleine. Dann kann sie wieder zurück zu 1 Zellen werden. Oder die 2 Zellen sagen, oh, das war nicht schlecht, die Idee, komm mal her, 3. Zelle. Okay? Was ich damit sagen will, ist, dass Evolution immer in beide Richtungen geht. Das heißt, wenn Sie mal 2 Zellen haben, die zusammenarbeiten, dann kann die Evolution wieder zurück zu 1 Zelle gehen oder sie geht zu 3 Zellen. Wenn Sie 3 Zellen haben, kann sie auch wieder zurückgehen hierhin, aber sie kann auch dahin gehen. Was Sie also machen können, ist so eine Art, ich mache jetzt einfach mal ein Würfelspiel. Ich lasse in jeder Evolution oder in jedem zu jedem Lebewesen die Evolution in beide Richtungen, zwar mit gleicher Wahrscheinlichkeit, zu. Was würde dabei herauskommen? Nun, was dabei herauskommen würde, zeigt genau diese Kurve. Sie zeigt nämlich, da links eine Barriere ist, denn kleiner als 1 Zelle können sie gar nicht machen, wird die Evolution nie unter 1 Zelle gehen, sondern sie wird immer sozusagen mal nach rausspringen, dann ein bisschen wieder zurück, aber nach rechts ist ein offener Raum. Und das ist der Grund dafür, warum irgendwann mal große Lebewesen entstehen. Das ist Random Walk, nennt man das in der Mathematik. Das ist reiner Zufall. Denn die können sich auch wieder zurückentwickeln. Tatsächlich hat man in der Natur solche Rückentwicklungen gefunden. Wenn die Nische es verlangt, dann entwickelt sich auch ein größeres Lebewesen wieder zu kleineren. Damals gab es Dinosaurier, gibt es heute nicht mehr. Heute entwickelt sich nichts zum Dinosaurier mehr. Da gab es mal früher so eine Nische, die haben sich groß entwickelt, heute nicht mehr. Der Mensch ist viel kleiner als die Riesendinosaurier. Das heißt, wenn Sie mal die Verteilungsfunktion der Größen von Lebewesen aufmalen, hier malen Sie die Komplexität oder sagen wir mal die Größe der Lebewesen auf und hier die Häufigkeit, mit der diese Lebewesen vorkommen, dann kriegen Sie genau diese Verteilungsfunktion. Und diese sogenannte Poisson-Verteilung ist nichts anderes als Random Walk, reiner Zufall. Das kann man zeigen. Mit anderen Worten, es ist gerade nicht so, dass wir eine teleologische Entwicklung haben, sondern es ist reiner Zufall. Wir können mit Zufall allein diese Verteilung von Lebewesen erklären. Eine sehr interessante Entdeckung von einem gewissen Herrn Gold. So, fassen wir jetzt mal zusammen. Was haben wir jetzt gelernt? Nun, genauso wie der Smith hat mal der Jacques Monod, auch ein bekannter Evolutionsbiologe, gesagt, das Universum geht nicht schwanger mit Leben, noch die Biosphäre mit Menschen. Also er sagt genauso wie der Smith, es ist eigentlich verwunderlich, dass wir überhaupt da sind. Es gibt kein teleologisches Ziel hin zum komplexen Lebewesen und zur Intelligenz. So, das lassen wir erstmal im Raum stehen. Also es gibt keinen natürlichen Antrieb dafür, dass ein komplexes Lebewesen und erst recht keine Zivilisation am Ende einer Entwicklung da sein muss. Die Frage bleibt dann, wie groß ist dieser Faktor, dass überhaupt Leben entstehen kann? Die Antwort lautet, wir wissen es nicht. Die Evolutionsbiologen sagen, es ist extrem unwahrscheinlich, dass sowas passiert, nicht?
Das ist genau 10, ungefähr 10 hoch minus 15. Ich habe mal ein Fragezeichen gemacht, ob es nun 10 hoch minus 16 ist oder 10 hoch minus 14, spielt jetzt überhaupt keine Rolle, aber in der Größenordnung. Und manche meinen dann doch, ein paar Biologen, naja, 10 hoch minus 2 kann es im anderen Extremfall auch sein. Aber sie sehen eine riesige Spanne von Wahrscheinlichkeiten dafür, dass intelligentes Leben entstehen kann. Und dann kommt der zweite Punkt noch. Wenn es einmal Zivilisation gibt, wie lange existieren die dann überhaupt noch? 100 Jahre, so wie wir jetzt, und wir bomben uns mit in Atomkrieg einfach weg, dann wäre 100 die richtige Zahl. Oder wir werden so intelligent, dass wir sagen, nee, zerbomben tun wir uns nicht, da lassen wir jetzt die Finger von und leben so lange wie der Rest des Universums auch, nämlich eine halbe Milliarde Jahre. Das ist das, was unsere Sonne uns noch zulässt. Also dazu muss man wissen, Sie wissen das, die Lebensdauer einer Sonne beträgt ungefähr 10 Milliarden Jahre. Wir haben jetzt etwa die Hälfte hinter uns. Also würde man sagen, also so ungefähr eine halbe Milliarde, 5 Milliarden Jahre haben wir noch vor uns. Das wäre sozusagen das andere Extrem. Und irgendwo zwischen diesen beiden Extremen muss eben die Lebensdauer von Zivilisationen liegen. Mehr wissen wir nicht. Wir können nicht von unserer Zivilisation auf andere schließen. Geht nicht. So, wenn wir jetzt diese Zahlen, dieses F und dieses L, zusammenziehen zu einer Gesamtzahl, dann kommen wir auf folgendes Ergebnis. Die Anzahl der heute existierenden Zivilisationen in unserer Milchstraße ist irgendwas zwischen 10 hoch minus 16 und 10 hoch 4. Was sagt uns das? Zunächst erstmal sagt das, die Drake-Gleichung hilft uns überhaupt nicht. Tatsächlich ist nichts anderes als nackte Tatsachen einfach mal hingeschrieben, ohne dass wir die Zahlen, die drin auftauchen, irgendwie bewerten können. Also die Drake-Gleichung hilft nicht. Auf der anderen Seite sagt sie, so ganz viele kann es nicht geben. 10 hoch 4 sind 10.000. Okay? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl sehr gering ist, ist doch wesentlich größer. Aber was heißt 10 hoch minus 1? Was heißt ein Zehntel Intelligenz in der Milchstraße? Nun, ein Zehntel ist 0, das ist klar. Mit anderen Worten ist es eher doch wahrscheinlich, dass es keine gibt, nämlich der Bereich zwischen 10 hoch minus 16 und 10 hoch minus 1 ist größer als zwischen 10 hoch minus 1 und 10 hoch 4. Also, die Tendenz, dass wir doch alleine sind, ist doch eher wahrscheinlicher, als dass es da viele Tausende dort draußen gibt. Okay? Das ist vielleicht das Einzige, was wir auf der Drake-Gleichung rausziehen können. Mehr aber auch nicht. Ansonsten ist sie untauglich. Also müssen wir uns nach anderen Argumenten umschauen. Gibt es außerhalb der Drake-Gleichung irgendwelche anderen Argumente, aus denen wir rausziehen können, ob wir alleine sind? Nun, da gibt es tatsächlich interessante Dinge. Zum Beispiel das Fermi-Paradox. Was ist das Fermi-Paradox? Nun, es gibt eine Geschichte. Ein gewisser Enrico Fermi, ein ganz bekannter italienischer Physiker, wurde in den 60er Jahren, als damals die Sache mit Außerirdischen aufkam und der Kommunikation mit Außerirdischen, wurde mal gefragt, sag mal, was hältst du eigentlich davon? Glaubst du, dass es dort draußen Außerirdische gibt? Da hat er beim Mittagessen kurz überlegt und hat gesagt, wenn es sie gibt, wo sind sie? Und dieses Argument ist weltberühmt geworden, weil es verdammt schlagkräftig ist. Also sein Argument ist, wenn es dort draußen eine Menge gibt, dann müssten sie ja hier sein. Hier unter uns. Die müssten draußen auf der Straße spazieren gehen. Aber sie sind nicht da. Okay, jetzt schlachten wir mal dieses Argument aus. Und dieses Argument, das sogenannte Fermi-Paradox, ist genau dieses Zitat, was wir oben sehen. Da schlachten wir mal auf. Warum sind sie nicht da? Also, die Frage ist, nehmen wir trotzdem mal an, da draußen gibt es sehr viele. Gibt es eine Möglichkeit, dass, wenn es da draußen sehr viele gibt, sie trotzdem nicht hier sind? Also wir versuchen, das Fermi-Paradox zu schlachten. Was gibt es für Gegenargumente? Nun, da gibt es die sogenannte Beschaulichkeitshypothese. Wenn es also da draußen viele gibt, dann sagen die alle, ach nein, zu Hause ist so schön, da fliege ich doch nicht zur Erde. Das ist die Beschaulichkeitshypothese. Dann gibt es die Selbstzerstörungshypothese, die sagt, die haben nukleare Bomben. In dem Augenblick, wo sie Welt haben, bomben sie sich aus. Die Zoo-Hypothese, die besagt, da draußen gibt es zwar viele, aber die sind natürlich im Mittel viel intelligenter. Also nehmen wir an, da gibt es 10.000 draußen und auch in der Nachbarschaft. Und da können wir sagen, etwa 5.000 sind intelligenter als wir oder
oder wir existieren ja eigentlich erst seit 100 Jahren. Also zu 99% sind sie intelligenter, weil sie viel länger schon leben, und nur 1% sind blöder als wir. Also 99% sind intelligenter, die wissen genau, was auf unsere Zivilisation in den nächsten 1000 Jahren auf uns zukommt und sagen, oh bitte nicht. Die packen wir jetzt in einem schönen Zoo ein, machen sozusagen draußen so einen Zaun drum und wir senden denen keine Signale, denn sonst würden die ja wissen, dass wir existieren. Wir tun die wirklich in den Zoo und lassen die im Glauben, dass es uns die nicht gibt. Und das wiederum ist die Begründung, dass wir nichts von denen sehen, wir kennen keine Kommunikation, wir schicken denen zwar Signale im Weltraum, aber sie antworten uns nicht, weil sie uns als Zootiere halten. Das ist die berühmte Zoo-Hypothese. Sie schmunzeln vielleicht darüber, aber das wird ernsthaft in der Literatur diskutiert. Jetzt könnte man sagen, es gibt technische Gründe, das ist das Argument hier, also gibt es physikalische oder technische Gründe, die Raumfahrt unmöglich machen. Nun, wir haben inzwischen eine Technologie, wir können auch moderne Technologie andenken, zum Beispiel also Fusionsreaktoren. All das, alles nach allem, was wir wissen, ist es bereits mit heutigen Technologien möglich, mit Raumschiffen zu anderen Sternen zu fliegen. Es gibt einen Haken dabei, die Zeit. Technisch ist es möglich, es dauert nur viele hundert, wenn nicht tausend Jahre, und darum wird auch eine außerirdische Zivilisation nicht drumherum kommen, tausend Jahre, um zu irgendeinem benachbarten terrestrischen Stern oder Planeten zu kommen. Das ist der einzige dicke Haken, nicht die Technik, sondern die Zeit. Okay? Also nicht technische, sondern zeitliche Gründe. Und dann gibt es die Zeithypothese, und die sagt, es dauert eben zu lange, um zu anderen zu kommen. Es dauert eben tausend Jahre, woanders hinzukommen, würde ein anderer das machen, um tausend Jahre zu einem anderen Stern zu fliegen. Und es würde etwa fünf Millionen Jahre dauern, vielleicht auch 10 Millionen Jahre, um einmal die Milchstraße zu kolonialisieren. Was will ich damit machen? Sagen, nun, es könnte ja sein, dass es da draußen Zivilisationen gibt, die schon andere Planeten besetzt haben, aber bis sie mal zufällig bei uns vorbeikommen, dazu müssen sie schon die gesamte Milchstraße kolonialisieren. Erst dann wären sie wie hier, also würde das Ganze etwa 5 Millionen Jahre oder 10 Millionen Jahre, und das machen die natürlich nicht, weil denen das viel zu lang ist. Jetzt gibt es ein interessantes Paper von einem gewissen Ben Zuckerman aus dem Jahre 1985. Der hat gesagt, alle diese Argumente können Sie vergessen. Es gibt nämlich einige Zivilisationen da draußen, oder viele Millionen Sterne, um genau zu sein, 700 Millionen Sterne, die inzwischen verloschen sind. Das heißt also, es gibt, wie unsere Sonne, Sterne, die nach etwa 10 Milliarden Jahren nicht mehr scheinen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, so ein Stern hat eine andere Zivilisation. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind die Zivilisation. Und Sie wissen genau, dem geht irgendwann mal die Luft aus. Sagen Sie sich, ach nee, jetzt bleibe ich schön zu Hause, das ist sowieso so schön. Wenn Sie wissen, dass Ihrem Stern die Luft ausgeht, ja, oder sagen Sie sich, halt, nein, Zoo-Hypothese, nein. Alle Argumente sind nichtig, wenn es um Ihr Überleben, um das Überleben der Zivilisation, wird die Zivilisation alles tun. Auch das Zeitargument spielt keine Rolle mehr. Ist doch scheißegal, ob ich 1000 oder 10.000 Jahre brauche. Wenn ich ein technisches Mittel habe, das zu machen, werde ich das machen, um zu überleben. Und das ist das Argument von Ben Zuckerman. Ja, und dann hat er eben gezeigt, dass wenn es etwa 10 bis 100 Ethikkulturen gibt, dann müssten wenigstens eine davon inzwischen ausgewandert sein, weil nämlich der Prozentsatz davon, die einen toten Stern inzwischen haben, so groß ist, dass sie irgendwie die Milchstraße kolonialisieren müssen. Und die hätten inzwischen hier vorbeikommen müssen. Ist aber nicht passiert. Das ist ein Argument dafür, dass es weniger als 10 bis 100 Ethikkulturen dort draußen gibt. Und das ist ein ziemlich starkes Argument. Okay? Also, Sie sehen auch hier, die Tendenz geht eher dazu, wenn es dort draußen andere Kulturen gibt, dann eher weniger als 10 bis 100. Drake hat gesagt, maximal 10.000, jetzt eher mehr 10 bis 100. Also die Tendenz ist schon Richtung ziemlich wenig, nicht viele, eher sehr wenige. Okay, also, das Argument lautet, bisher waren keine Ethis da, es gibt eher sehr wenige, wenn nicht gar keine. Und, lassen Sie mich nochmal wiederholen, nur dass wir existieren, ist kein Argument zu sagen, das müssen auch andere geben. Das ist genau dieses Cousins-Experiment oder das von Hamlet. Wir dürfen uns nicht wundern, dass es einmal so einen Zufall gab.
So, und jetzt gibt es noch ein Argument, das nenne ich mal biokosmologisches Argument. Das geht folgendermaßen. Es gibt eine Zeitdauer, wie lange Sterne und damit Planeten existieren können. Typischerweise 10 Milliarden Jahre. Dem setze ich mal die Entwicklungsdauer von biologischem Entwicklung entgegen. Wie lange ist die Entwicklung von hier bis hierhin? Nun, wir haben grob gesprochen drei Möglichkeiten. Entweder die Entwicklungsdauer ist wesentlich kleiner als 10 Milliarden Jahre, sie ist ungefähr so groß wie 10 Milliarden Jahre oder sie ist wesentlich größer als 10 Milliarden Jahre. Wobei ungefähr so heißt plus minus eine Größenordnung. Nun, dass es gerade auch 10 Milliarden Jahre ist, die biologische Entwicklung, das ist uns klar, ist absolut unabhängig von irgendwelcher kosmologischen Entwicklung von Sternen. Ich glaube, das ist klar. Diese Annahme können wir machen. Dass sie genauso groß wäre, wäre ein großer Zufall. Und deswegen glaubt keiner daran. Deswegen bleiben nur zwei übrig. Nämlich, die Evolutionszeit ist wesentlich kürzer als diese 5 oder 10 Milliarden Jahre. Wenn das der Fall wäre, dann hätte allerdings auf der Erde zigmal intelligentes Leben entstehen müssen. Was offensichtlich nicht passiert ist. Wir sind die Einzigen. Okay? Daraus schließen wir, dies ist nicht der Fall. Also, die Evolutionszeit kann nicht wesentlich kürzer als 5 Milliarden Jahre sein. Jetzt können wir uns umgekehrt fragen. Okay, dann kann noch der andere Fall sein, die Evolutionszeit ist wesentlich länger als 5 Milliarden Jahre. Wenn sie wesentlich länger ist, dann können wir uns fragen, okay, wir haben hier sogenannte kritische Evolutionsschritte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass trotzdem innerhalb dieser 5 Milliarden Jahre doch mal intelligentes Leben entstanden ist, nämlich wir? Das kann man ausrechnen. Das habe ich mal in einem Buch gemacht. Und die Formel dazu sehen Sie hier. Was hier steht, ist PTE ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich innerhalb einer Zeit TE Intelligenz entwickelt. Und T1/2 ist die Halbwertszeit, ist nämlich genau diese 5 Milliarden Jahre. Also, die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zum Beispiel nach einer Milliarde Jahren von den 5 Milliarden Jahren das entwickelt hat? Die Antwort lautet, das ist abhängig von der Anzahl der kritischen Evolutionsschritte. Wenn die sehr hoch ist, also wenn es jedes Mal extrem unwahrscheinlich ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach einer Milliarde Jahre das entwickelt hat, extrem gering. Nun ist die Frage, wie groß ist denn jetzt wirklich I? Und darüber streiten sich die Biologen. Wir hatten festgestellt, es gibt mindestens zwei. Die Biologen sagen irgendwas zwischen 5 und 10. Wenn man das mal einsetzt, dann kommt raus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dort draußen wirklich biologisches Leben entstand, mit diesen 5 bis 10 kritischen Evolutionsschritten, dann ist die Wahrscheinlichkeit 5 mal 10 hoch minus 11 innerhalb unserer Milchstraße. Also, die Wahrscheinlichkeit, jetzt müssen wir annehmen, diese Wahrscheinlichkeit müssen wir natürlich mit der Anzahl von Leihplaneten, habe ich es genannt, also von Planeten, die überhaupt Leben tragen können, multiplizieren. Also, die Wahrscheinlichkeit 10 hoch minus 11 ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem Planeten 5 bis 10 kritische Evolutionsschritte durchgeführt werden können, um intelligentes Leben entsteht, mal der Anzahl dieser Planeten, die in unserer Milchstraße existieren. Dann kommt raus, die Wahrscheinlichkeit für ETs in unserer Milchstraße ist ungefähr 2 mal 10 hoch minus 3. Das heißt also, Sie sehen hier die Wahrscheinlichkeit, dass dort draußen noch anderes biologisches Leben entstanden ist, mit diesen kritischen Evolutionsschritten ist er doch sehr gering. Und das ist der Grund, warum doch heute viele glauben, da gibt es zum Beispiel den Ward, der ein dickes Buch darüber geschrieben hat, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen in unserer Milchstraße sind, ist relativ groß. Sie sehen, wir haben uns jetzt versucht, von verschiedenen Seiten an dieses Thema heranzuhangeln. Und das Ergebnis lautet immer, entweder es gibt sehr wenige da draußen oder wir sind die Einzigen. In unserer Milchstraße. Das ist der entscheidende Punkt. Warum? Nun, weil nämlich in unserer Milchstraße wir Hopping machen können. Wir können von einem Planeten zum nächsten hoppen. Wir können uns ausbreiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, ganz grob können wir sagen, entweder es gibt Zähne, aber nicht mehr, oder sie sind die Einzigen. Das ist so ganz grob mal die Aussage über unsere Milchstraße. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt tatsächlich dort draußen doch ein paar andere. Nicht wir alleine, sondern es gibt ein paar andere. Dann ist die Frage,
Können wir dann die nachweisen? Können wir mit denen kommunizieren? Das wäre es doch. Und damit kommen wir zur Frage, können wir sie per Kommunikation nachweisen? Nun, es gibt Leute, die haben es bereits versucht. Und hier sehen Sie eine riesige Schüssel, die Arecibo-Schüssel, irgendwo in Puerto Rico. Und die, und es gibt viele andere Teleskope, die ihre Lauscher in den Weltraum rausrichten und mal zuhören, ob nicht irgendeiner von denen dort draußen uns Signale sendet. Die erste Frage, die dabei entsteht, wo hören wir denn zu? Denn es gibt viele Frequenzen da draußen, irgendwas von Radiowellen bis hin zum optischen Bereich. Und jede einzelne Frequenz, und wir haben ein kontinuierliches Spektrum, noch nicht mal ein diskretes Spektrum, ein kontinuierliches, jede einzelne Frequenz könnte es sein. Ich frage Sie, auf welcher Frequenz hören Sie, wenn es unendlich davon gibt? Das war die erste Frage, die sich die Leute gestellt haben. Sie sehen, das ist schon mal ein ziemlich schwieriges Thema. Nun, dann haben die Leute nachgedacht und haben gesagt, okay, wir schauen im sogenannten Wasserloch. Was ist das Wasserloch? Nun, das Wasserloch, die Idee ist folgende hinter dem Wasserloch. Die Leute haben gesagt, es muss doch irgendeine Frequenz geben, die sich von anderen Frequenzen irgendwie heraushebt. Ja, die gibt es. Das ist nämlich die Wasserstofffrequenz. Also, Sie wissen, in unserem Universum gibt es viel Wasserstoff. H. Und H kann durch ionisierende Strahlen oft ein- oder zweimal ionisiert sein. Wie auch immer, Wasserstoff strahlt ab eine gewisse Frequenz, wenn es mal angeregt wird durch ein Photon. Und diese spezielle Frequenz ist ein wichtiger Punkt. Sie sehen das hier in diesem sogenannten Radiowellenfenster, komme ich gleich noch drauf, ist die Frequenz, Sie sehen das hier, bei ziemlich genau ungefähr 1 Gigahertz. Also hier liegt 1 Gigahertz, 2, das geht dann bis 10 Gigahertz hoch. Also Wasserstoff liegt, glaube ich, bei ziemlich genau 2 Gigahertz. Und diese Frequenz ist so eine Art Leuchtturm. Ne? Wasserstoff gibt es überall im Universum und auch andere Intelligenzen werden sich fragen, in welchem Frequenzbereich soll ich senden und zuhören. Da werden sie sagen, Wasserstoff gibt es überall. Interessanterweise gibt es auch viel OH-Ionen im Universum. Und die Frequenz von dem Molekül liegt zufälligerweise auch hier bei ungefähr 2 Gigahertz. Und jetzt kommt es. Zufälligerweise ist das Fenster, durch dem unsere Atmosphäre überhaupt Wellenlängen durchlässt, das Radiowellenfenster, liegt auch in dem Bereich. Wenn wir jetzt annehmen, die anderen Jungs haben auch viel Stickstoff oder Sauerstoff in ihrer Atmosphäre, was sie brauchen für Metabolismus, dann werden die auch dieses Fenster haben. Das heißt, die können schwer in anderen Fenstern schauen. Die Atmosphäre lässt nicht viel anderes durch. Und in diesem Fenster liegt gerade Wasserstoff und OH-Frequenz. Und das hat die Leute gesagt, okay, dann gehen wir davon aus, dass die anderen Jungs auch in diesem Bereich, und zwar um H und OH, zuhören und senden. Warum Wasserloch? Nun haben sie gesagt, wie in einer Wüste, stellen Sie sich das Universum wie eine Wüste vor. Nachts treffen sich alle Tiere an einem bestimmten Ort, um Wasser zu trinken. Und das ist das Wasserloch. Und deswegen haben die Kosmologen und Astronomen diesen Frequenzbereich des Wasserloch der Kommunikation genannt. Da treffen sich alle Außerirdischen und wir selber und fangen an, miteinander zu kommunizieren. Und ich finde, das ist keine so schlechte Idee. Also, was haben die Leute gemacht? Sie haben sich irgendwo in diesen Bereich begeben, können auch nichts anderes, weil hier gerade das Radiowellenfenster ist, und haben einfach mal gesendet und zugehört. Insbesondere zugehört. Wir hören seit den 60er Jahren zu. Am Anfang waren die Methoden ziemlich primitiv. Man hat einfach so eine Schüssel hingehalten, hat gewartet. Okay? Und da die Jungs nicht den ganzen Tag irgendwo in ihren Sesseln sitzen und Daumen drehen konnten, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben damals alle Signalstärken auf einen Drucker ausgegeben. Heute, Sie denken heute an Computer, die machen das alles viel einfacher. Früher war das nicht so. Sie hatten nicht einen Speicher. Und da hat man Folgendes gemacht. Sie haben einfach das Signal von ihrem Teleskop genommen. Also hier haben sie eine Signalstärke. Das kommt dann rein, also Sie halten irgendwo auf einen Stern. Auf einmal sehen Sie bei der Frequenz sehen Sie ein Signal. Dann nehmen Sie einfach nur die Signalstärke, legen einfach irgendwo eine Grenze hin und sagen, wenn diese Grenze überschritten wird, dann ist es ein echtes Signal. Dann kommt es sozusagen aus dem Rauschen raus. Und jetzt bewerte ich diese Stärke zwischen 1 und 10. Ja, das kann ich ja machen. Ich skaliere das. Wenn es noch größere Peak gibt, dann mache ich weiter mit A, B, C, D. Sie kennen sowas als
hexadezimale Kodierung. Ja? Also dann geht es mit Buchstaben weiter. Und die Jungs haben damals so primitiv gearbeitet, also sie haben gesagt, wenn so ein Signal kommt, dann kodiere ich das so. Und dann hat ein Drucker den ganzen Tag nichts anderes getan als klack. Jedes Mal, wenn so ein Signal kommt, klack. Und das ist genau das, was Sie hier sehen. Sie müssen hier Folgendes machen. Entschuldigung, Sie müssen, der Drucker hat jetzt von links nach rechts, der schreibt einfach eine Zeile. Ja, wenn was kommt, macht er klack, klack, klack oder in festen Abständen. Eins heißt, da kommt das Signal gerade mal übers Rauschen durch, mal zwei, mal vier. Und Sie sehen, da ist mal was Stärkeres, aber so sieht das Rauschen immer noch aus. Also Sie haben die Schwelle mit anderen Worten ziemlich tief gelegt, sodass mal auch ein Rauschpeak da reinkam. Aber jetzt kommt es. Ach nee, Sie müssen übrigens von oben nach unten gehen. So ist gemeint. Und auf einmal sehen Sie hier ein 6 F E Q U J. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, das ist ein ganz, ganz großer Peak. Und der Kerl, der da morgens, so erzählt er in seiner Geschichte, morgens dahin kam, er schaute aufs Papier und das Erste, was ihm einfiel, sagt, wow, hat das eingekreist, Sie sehen das hier, und hat dazwischen daneben wow geschrieben. Ja? Seitdem ist das hier, dieser Ausdruck finden Sie überall im Netz, und dieser Empfang heißt das Wow-Signal. Das Wow-Signal ist sehr berühmt geworden, kursiert durchs gesamte Internet und war bis vor kurzem ein Hinweis, dass es dort draußen Außerirdische gibt. Sehr starkes Signal. Es gibt allerdings in der Wissenschaft eine goldene Regel, die da sagt, einmal ist keinmal. Erst wenn sich etwas reproduzieren lässt, dann ist es was Echtes. Okay, also was haben die Jungs gemacht? Die Antenne hat natürlich andere Bereiche auch abgesucht. Die haben sofort nachgeschaut, in welcher Richtung ist das Signal empfangen worden, haben die Antenne sofort wieder dahin gehalten und haben nachgeschaut. Und was kam? Nichts. Und sie haben gesucht und gewartet, es kam nichts. Und deswegen ist das Wow-Signal kein gutes Signal, ein schlechtes Signal. Was sein kann, darauf muss man hinweisen. Schauen Sie mal, wenn Sie irgendwo Ihr Teleskop irgendwo hinhalten, ja, und hier steht zum Beispiel irgendein Sender, was weiß ich, ein Sender, der wahrscheinlich zum Relais-Satelliten hochschießt, dann geht das Signal hoch. Wenn dann hier ein Flugzeug herfließt, dann kann es sein, dass so ein Signal zufälligerweise mal in ein Teleskop reflektiert wird. Für kurze Zeit. Und wir nehmen heute an, genau das ist irgendwann mal passiert. Es kann auch eine andere Reflektion sein, auf jeden Fall ein kurzzeitiges Ereignis. Mit anderen Worten, das war nichts Echtes. Nun, aber seitdem ist sozusagen der Funken gezündet und seitdem sucht man verstärkt, und zwar wirklich verstärkt, mit Teleskopen alles ab. Es gibt, da können Sie in die Literatur gehen, viele hunderte von Teleskopen und Leute, die nichts anderes machen, als ihre Lauscher in das Universum strecken, um zu schauen, gibt es da ein Signal, was von Außerirdischen kommen kann. Was Sie hier sehen, ist eine Übersicht von SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Diesen Ausdruck sollte jeder kennen. SETI kennen Sie wahrscheinlich auch durch SETI at Home. Also SETI heißt Search for ETIs. Können wir kurz abschreiben, der Rest ist ja bekannt. Es gibt also eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern, die nichts anderes tun, danach zu schauen. Was Sie hier sehen, ist zunächst erstmal die Distanz von der Erde in Lichtjahren. Das ist diese Achse. Und hier sehen Sie die sogenannte EIRP, also die Effected Isotropic Radiated Power. Also, man kann, wenn man ein Signal empfängt und die Entfernung kennt, sagen, wie groß muss die Signalstärke dort beim Sender sein, damit sie bei mir ankommen kann. Das ist die sogenannte effektive, isotope, ausgebreitete Leistung, die ich abstrahlen muss, damit ich überhaupt was bekomme. Und eins ist auch klar, diese Stärke nimmt mit 1 durch R Quadrat ab. Das wissen Sie, die Signalstärke, das hat was mit Energieerhaltung zu tun, nimmt mit 1 durch R Quadrat ab. Und deswegen, je größer der Abstand ist, umso größer muss die abgestrahlte Leistung sein, die ein Alien, die ein ETU abstrahlen muss, um mich zu erreichen. Unter dieser Voraussetzung kann ich Folgendes machen. Inzwischen sind alle Frequenzen um das Wasserloch abgesucht und alle Frequenzen, die in alle möglichen Richtungen, also soweit ist man, und man hat geschaut, was habe ich gesehen. Die Antwort lautet, wir haben diesen Bereich, also mit extrem großen Leistungen,
abgesucht, und zwar in alle Richtungen, und da gibt es nichts. Hier in diesen grünen und blauen Bereichen haben wir, hier sehen Sie die Anzahl der abgesuchten Sterne, also man geht immer zu den Sternen, schaut, was passiert bei dir, habe ich bei dir ein Signal, und Sie sehen, nur dieser schwarze Bereich ist nicht untersucht. Der schwarze Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass entweder ich bei kleinen Abständen bin, das sind schon 100 Lichtjahre oder 1000 Lichtjahre, und die Jungs benutzen nur sehr wenig Leistung, oder große Bereiche und ich müsste sehr viel Leistung einsetzen. Jetzt müssen wir uns mal schauen, wie viel Energie brauche ich eigentlich, um solche Strecken zu überwinden. Nehmen wir mal an Arecibo. Es gibt ein Earth-Level Civilization, also die Energie, die ich, unsere Zivilisation, abstrahlen müsste. Also, was heißt das? Nun, das, was wir in unserer Message abgestrahlt haben, das sind viele Megawatt. Wie weit würde so ein Signal gehen? Nun schauen wir uns das mal an. Also ein sogenanntes Arecibo-Signal würde etwa 100 bis 1000 Lichtjahre weit gehen. Also, es würde also aus dem Rauschen herausstechen, wenn in 1000 Lichtjahren Entfernung ein außerirdisches Signal empfangen wird. Also mit solchen Signalen, die wir bereits abgestanden haben, und wir werden gleich so eins sehen, kommen wir nicht weiter als 1000 Lichtjahre, denn dann geht die Signalleistung unter dem kosmischen Rauschen unter. Wenn wir weiterkommen wollen, müssten wir noch mehr einsetzen. Die sogenannten Typ-2-Zivilisationen sind Zivilisationen, also Typ 1 sind wir, also nein, Typ-1-Zivilisationen sind Zivilisationen, die die gesamte Energie, die ihnen als Zivilisation zur Verfügung steht, also alle Kernkraftwerke, alle Kohlenkraftwerke, alles, was wir an Energie haben, stecken wir in ein Signal an die Außerirdischen rein. Wenn ich das mache, wenn wie unsere Zivilisation das machen würde, dann kämen wir ungefähr 10.000 Lichtjahre weit. Jetzt gibt es die sogenannten Typ-2-Zivilisationen, die haben folgende Möglichkeit, die können die gesamte Energie ihrer Sonne, so ist die Definition, ihrer Sonne einsetzen, um das in nichts anderes umzusetzen als eine Kommunikation mit Außerirdischen. Solche Jungs könnten ganz grob bis etwa 10 Millionen Lichtjahre weit kommen. Und dann gibt es sogar einige, das ist die sogenannte Typ-3-Zivilisation, das ist eine Klassifizierung nach Kardanov, heißt der, ein Russe. Typ-3-Zivilisationen, die können sogar die gesamte Energie ihrer Galaxie einsetzen, wann immer das sein mag. Okay, und die sind gar nicht hier drauf. Also nehmen wir an, also grob gesagt, selbst wenn wir die gesamte Energie der Zivilisation einsetzen würden, kämen wir mit unserem Signal gar nicht weiter als zwischen 1000 und 10.000 Lichtjahre. Und so weit ist das nicht. Mit anderen Worten, ist es schon verdammt schwierig, mit anderen zu kommunizieren, wenn man nicht viel Energie einsetzt. Was haben wir bisher gemacht? Nun, hier ist eben dieses Arecibo-Signal, von dem hier gerade die Rede war. Also dieses Arecibo-Signal, was Sie hier sehen, ist hier mal dargestellt. Tatsächlich ist es ein digitales Signal gewesen und Sie müssen jetzt die Abfolge der digitalen Zahlen hier von links nach rechts lesen. Diese digitalen Signale sind damals abgestrahlt worden. Insgesamt 1679 Zeichen wurden als digitale Signale abgestrahlt, und zwar in den Messier-Haufen, so heißt also ein Sternhaufen, Messier-13-Haufen ist ein Kugelsternhaufen mit etwa 300.000 Sternen in 21.000 Lichtjahren. Und zwar, hier sehen Sie es, am 16. November 1974. Das war das erste Mal, wo die Menschheit mal ein Signal in die Tiefen des Universums abgestrahlt hat. Das Erste, was Ihnen auffallen wird, ist, wenn wir mit so einem Signal nur 10.000 Lichtjahre weiterkommen, dann nützt es nichts, wenn der Kugelsternhaufen 21.000 Lichtjahre entfernt liegt. Das Signal kommt nicht so weit, dann ist es schon lange im Rauschen verschwunden. Das Zweite, das wussten die Jungs damals auch, sie haben es trotzdem versucht. Das zweite Problem, das mindestens genauso gravierend, ist folgendes. Wenn hier unsere Sonne ist und hier ist dieser Kugelsternhaufen und wir senden unser Signal hier ab und das braucht 21.000 Jahre, dann ist dieser Kugelsternhaufen schon weitergezogen. Das heißt, das Signal geht einfach an dem Haufen vorbei. Auch Käse, ist klar. Ja? Also so leid haben die Leute nicht gedacht. Ist ja wurscht, ist mal ein Versuch wert. Jetzt kommt aber die Frage, was würden Sie tun, wenn Sie eine Nachricht zu Außerirdischen schicken? Ich meine, wie würden Sie mit denen kommunizieren? Ich meine, reden Sie Deutsch oder Englisch oder
Was für Informationen wollen die überhaupt senden? Ich meine, was sagen sie denen? Was sagen sie denen, wenn sie sagen wollen, hallo, ich bin hier? Wie kommunizieren sie das mit anderen? Und da haben viele Wissenschaftler lange nachgedacht. Und ein gewisser Sagan, den haben Sie gerade auch schon gesehen, ist auf eine tolle Idee gekommen. Er hat nämlich gesagt, ich schicke denen 1679 Zeichen. Jetzt werden Sie sich fragen, warum 1679? Nun, die Idee ist ziemlich clever. Er hat nämlich gesagt, wenn die Jungs intelligent sind, dann werden die Folgendes sehen. Die empfangen 1679 Zeichen. Und wenn sie dann davor stehen und sich die Zahl anschauen, dann werden intelligente Lebewesen sagen, das ist eine Zahl, die lässt sich in zwei Primzahlen zerlegen. Sehen Sie sofort, ich auch. Und zwar ist 1679, das sehen Sie hier oben, nichts anderes als 23 mal 73. Ah, werden Sie sagen, wenn das die einzige mögliche Zerlegung ist in Primzahlen, dann muss ich meine Punkte in einem Rechteck anordnen, nämlich mit 23 mal 73 Zeichen. Aha, das ist der Grund, warum hier die Zahlen so da stehen. Intelligente Lebewesen werden die Zeichen so anordnen. So, jetzt haben sie so angeordnet, genauso wie sie es da oben sehen. Und dann gebe ich ihnen etwa noch einen Monat Zeit, um rauszukriegen, was ihnen diese Nullen und Einsen sagen. Nun, der Sagan hat gesagt, wenn die darauf kommen, dann müssen sie irgendwo drauf kommen. Hier sehen Sie nochmal diese 23 und 73 angeordnet. Wenn Sie dann sehen, ich mache einfach aus Einsen was Helles und aus Dunklen was Dunkles. Und wenn Sie das machen und jetzt mal Farben erstmal weglassen, dann kriegen Sie nämlich diese Information. Warum macht das jetzt nicht? Hier. Dann kriegen Sie diese Information und das, die Farben sind jetzt etwas, das ich unterlegt habe. Sie sehen inzwischen jetzt erstmal eine Struktur. Ah, sehen Sie, hier oben ist irgendwas, dann ist hier irgendwas und hier irgendwas. So, und dann kriegen Sie diese Struktur. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, was wollte die Menschheit uns damit sagen? Und dann gebe ich Ihnen wieder einen Monat, bis Sie auf folgende Idee kommen. Hier oben, was Sie hier oben sehen, sind digitalisierte Zahlen von 1 bis 10. Das, was Sie hier sehen, ist eine Aminosäure. Klar, wäre jeder drauf gekommen. Das sind, und zwar die wichtigste, das sind andere Aminosäuren. Diese Aminosäuren, die Sie hier sehen, bilden zusammen eine DNA. Ach, das ist eine DNA. Diese DNA gehört zu einem Menschen. Dieser Mensch lebt auf einem Planeten. Davon gibt es 2, 4, 6, 8, 9 Stück in einem Sonnensystem und das ist unsere Sonne. Und er lebt auf diesem Planeten, der so leicht hochgestellt ist. Also der dritte Planet im Abstand von der Sonne. Da lebt ein Mensch mit dieser DNA und der hat diese Aminosäuren. Und das Signal, was du hier siehst, wurde abgestrahlt mit einer Antenne von diesem Planeten. Und was das hat, weiß ich nicht. So, das ist das Signal, wer jeder drauf bekommen. Also sehen Sie, Sie brauchen kein Deutsch, Sie brauchen kein Englisch, Sie müssen einfach nur ein bisschen schlau sein. Und dann hätten Sie das. Aber wie gesagt, diese Nachricht wird keiner lesen, weil nämlich das Signal von keinem empfangen wird, weil nämlich das Signal gar nicht so weit reicht bis Messier 13 und der ist dann sowieso weg. Es gab eine andere Form der Versuch der Kommunikation. Da draußen gibt es nämlich inzwischen Sonden, und zwar Voyager und Pioneer. Und als damals die Sonden weggeschickt wurden, hat auch ein gewisser Sagan gesagt, da tun wir doch eine Plakette drauf. Und wann immer diese Sonde von irgendeinem da draußen gefunden wird, dann hat er eine Plakette von uns. Die Frage ist, was tue ich da drauf auf die Plakette? Was will ich den Außerirdischen damit sagen? Und hier sehen Sie auf der Voyager, da hat man auf der Außenseite eine große goldplatinierte, oder sagt man mit Gold, Aluminiumplatte, die mit Gold, wie sagt man? Sie wissen, was ich meine. Wie sagt man noch dazu? Vergoldete Aluminium. Ich danke Ihnen. Jetzt schauen wir uns mal die Informationen an, die hier drauf sind. Hier sehen Sie die Informationen ganz fett vorne dran. Tatsächlich ist das
eine Schallplatte. Jetzt müssen Sie daran denken, Voyager war 1978. Die Jungs hatten damals noch keine CDs oder was weiß ich. Die hätten da Bücher mitschicken können, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, nur hätten die viele tausend Jahre nicht überstanden. Und deswegen haben sie eine veredelte Aluminiumplatte genommen. Tatsächlich ist die Rille auf der Rückseite dieser Disk, die kann man jetzt nicht sehen, aber auf der Vorderseite ist eine Anleitung zur Benutzung der Schallplatte. Clever. Okay? Wenn Sie die Rückseite, die wir uns gleich noch anschauen, die Informationen, dekodieren können, dann finden Sie Bilder, zum Beispiel dieses Bild hier. Also was würden die Außerirdischen von uns sehen? Die würden irgendwie sowas sehen und da hauen die sich die Hucke voll, ja, mit Essen und Trinken. Da werden Sie sagen, was machen die denn da? Und ein anderes Bild, was eben auf dieser Scheibe drauf ist, ist ein Gewust von Verkehr irgendwo in Indien. Ja? Es werden sagen, warum haben sie solche? Es gibt doch andere schöne Bilder. Nun gut, also die NASA hat damals diese Bilder ausgesucht. Jetzt schauen wir uns diese Information, die Gebrauchsanleitung, schauen wir uns ein bisschen genauer an. Hier ist die Erklärung, was vorne auf der Scheibe ist. Was steht hier? Nun, hier steht Folgendes. Sie sehen hier auf der Scheibe, auf dem Umfang sehen Sie einen Binärcode. Ja? Dieser Binärcode gibt an, mit welcher Geschwindigkeit die Scheibe gedreht werden muss auf einem Schallplattenspieler. Das Problem ist, die Außerirdischen haben wahrscheinlich keinen Schallplattenspieler, aber ich hoffe, sie sind intelligent genug zu wissen, dass wenn sie so eine Schallplatte bekommen, sie auch einen Schallplattenspieler bauen müssen mit dieser Umdrehungsgeschwindigkeit. Was die NASA dann doch gemacht hat, sie hat ihnen ein Cartridge mitgegeben. Kennen Sie das überhaupt? Ein Schallplattentonabnehmer? Kennen Sie die Dinger noch? Ja, also den haben Sie allerdings auch noch mit dabei gehabt auf der Sonde. Also den brauchen Sie nicht selber bauen. Sie lachen darüber, aber so ist das. Was hätten die Jungs damals machen sollen? So, dann haben die einen Tonabnehmer, dann müssen Sie sich einen Schallplattenspieler bauen und dann müssen Sie mit genau dieser Geschwindigkeit abschneiden. So, dann wissen Sie, was Sie aber die NASA vergessen hat, sie hat nicht die Drehrichtung der Scheibe angegeben. Also hier steht keine Drehrichtung drauf. Also Sie haben genau zwei Versuche, einmal so rum, einmal so rum. Diese Details erspare ich Ihnen jetzt. Hier sehen Sie darauf, dass die Scheibe von außen nach innen abgespielt werden muss. Und was bedeutet das hier? Jetzt schaue ich mal. Das, was Sie unten sehen, gibt auf der Pioneer-Platte, da gab es eine andere Sonde, ist auch nochmal etwas größer dargestellt. Und das finde ich sehr interessant. Was ist hier angegeben? Nun, hier sehen Sie, also das fangen wir mal hier mit diesen Strahlen an. Was das darstellt, ist die Sonne. Und die Entfernung zu den nächsten Pulsaren. Klar, wie definiere ich unsere Position der Sonne im Universum? Nun, indem ich meinen Abstand zu anderen Pulsaren. Pulsare sind so eine Art Leuchtfeuer im Universum. Ich referenziere mich also auf Pulsare. Wenn die anderen Jungs auch Pulsare sehen, dann wissen die genau, aufgrund dieser binär kodierten Entfernung, ach, diesen Stern meinen die, da sind die Jungs. Ja, auf diesem Stern bin ich und der hat eben diese 9 Planeten. Und vom dritten Planeten ist vor langer Zeit eine Sonde rausgeflogen und die ist jetzt bei dir, die hast du in der Hand. Okay, so ist das zu verstehen. Sie sehen, ohne Sprache. Jetzt muss man nur noch wissen, was ist das? Da werden Sie wahrscheinlich nicht drauf, das ist Orthowasserstoff. Ein Orthowasserstoffmolekül, also H2. H2-Molekül, das macht einen sogenannten Orthopara-Übergang, das ist eine ganz bestimmte Frequenz und das ist sozusagen diese Frequenz des Orthopara-Überganges ist eine Standardfrequenz, die die Basis ist als Einheit sozusagen dieses Binärcodes, so muss man das verstehen. Also wir hoffen, dass die Aliens Wissenschaftler sind und auch Orthopara-Wasserstoff kennen, ja. Pulsare sieht man ja eigentlich nur, wenn man in diesem Kegel ist, der ja, überstrichen wird. Genau, das wussten die Jungs nicht. Also sein Argument ist, Pulsare sind natürlich Neutronensterne mit einem starken Magnetfeld. Und Sie wissen das, wenn das der Neutronenstern ist. Und das ist die Magnetfeldrichtung. Und er rotiert so um die Achse. Dann schießt natürlich das ganze Zeug, das was den Pulsar ausmacht, das hatte ich schon erzählt, um die Achse. Nur wenn Sie wirklich in Strahlrichtung Ihren Planeten haben, dann sehen Sie den Pulsar, da haben Sie vollkommen Richtung. Wenn hier die Aliens sind und so auf den Neutronenstern, auf den Pulsar kommen, sehen Sie den nicht als Pulsar, das stimmt. Das wussten die Jungs damals aber noch nicht in den 70er Jahren, dass das so ist. Damals, ja mein Gott, es war ein Versuch wert halt. So, und übrigens,
da gibt es doch Lebewesen hier auf der Erde und die sehen so aus. Und da, das ist die Antenne, mit der dann eben die Informationen übertragen werden. Übrigens, wir würden sagen, gute Idee, Männlein, Weiblein. Die Amerikaner, die haben sich damals über dieses Bild aufgeregt. Die haben gesagt, ihr könnt doch keine nackten Menschenbilder den anderen Aliens übertragen. Was sollen die von uns denken? Ja, ja, so sind unsere Amerikaner. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Versuchen wir alles zusammenzufassen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben? Also, dass das Universum Leben hervorbringen kann. Also, ich frage jetzt nach den Bedingungen des Universums, sodass überhaupt Planeten entstehen können. Nun, wir hatten schon mal, das hatte ich Ihnen schon gesagt, uns darüber Gedanken gemacht, Stringtheorie. Wie wahrscheinlich? Also, die sagen, wir haben 10 Raumdimensionen, wahrscheinlich sogar 11 in der M-Theorie. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau so ein Universum entstanden ist mit genau diesen 10 mikroskopischen, insgesamt 3 makroskopischen plus 1 Zeitdimensionen? Wo sind die anders? Habe ich schon erzählt, das kann ich mir jetzt sparen. Nehmen wir mal an, in einem anderen Universum wären aus den 10 Stringdimensionen nicht 3 makroskopische rausgekommen, sondern nur 2 oder 4. Das kann nämlich passieren. Sie können sich erinnern, von diesen 10 sind 3 aufgepoppt, so sagen die Wissenschaftler, und das sind unsere makroskopischen. Es hätte ja auch sein können, dass nach dem Big Bang 4 aufgepoppt sind oder nur 2 aufgepoppt sind, und deswegen könnte es Universen geben mit 2 oder 4 Dimensionen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in 2 oder 4 Dimensionen, dass es biologisches Leben gibt? Nun, es lässt sich zeigen, dass es in weniger als 3 Dimensionen kein metabolierendes Leben geben kann. Ich zeige Ihnen ein Argument, das ist sehr einfach. Nehmen wir diesen Hund. Nehmen wir an, das ist ein zweidimensionaler Hund. Wir hatten gerade gesagt, dass die Definition von Leben ist, dass er metabolisiert. Metabolisiert heißt, er muss irgendwo was haben, ein Loch haben, wo was reinkommt. Das ist nämlich hier vorne. Na, komm her. Hier geht was rein und hier hinten geht wieder was raus. Okay? Wenn Sie ein Tier haben, ein zweidimensionales Lebewesen, was metabolisiert und was so einen Durchgang durch den Körper hat, dann sehen Sie gleich, das Tier, ja, komm her, fällt auseinander. Das kann gar nicht zusammenhalten. Es zerfällt automatisch in 2 Teile. Geht nicht. Nur in 3 Dimensionen hält so ein Körper zusammen mit so einem Darm. Ein ganz einfaches, primitives Argument. Also ein Hund oder jedes Lebewesen, was metabolisiert, würde auseinanderfallen, wenn es so einen Darm hätte. Man kann zeigen, dass in 2 Dimensionen gibt es gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie, und wir wissen, dass die richtig ist, keine Gravitationskraft mehr. Wenn Sie noch nicht mal eine Gravitationskraft haben, mein Gott, wie wollen denn dann Lebewesen auf dem Planeten bleiben? Geschweige denn, es kann gar keine Planeten geben, weil die Masse nicht kollabiert. Ah ja, in 2 Dimensionen, es muss noch eine Dimension geben, damit es überhaupt eine Vernetzungsmöglichkeit von Neuronen gibt, so sich komplex zu vernetzen. Also, 2 Dimensionen scheiden aus, 3 Dimensionen geht auch nicht. Man kann nämlich zeigen, dass, und das ist auch in einer anderen Vorlesung von mir, dass es keine stabile Planetenbahn gibt. Es gibt keine Ellipsen und Kreise um Massenmittelpunkte, um die Sonne. Die sind alle instabil. Das heißt, solche Planeten, entweder fliegen sie weg oder schießen in die Sonne rein. Es gibt keine stabile Planetenbahn. Wenn es also keine stabile Planeten gibt, kann es auch kein Leben geben. Und man kann zeigen aus der Quantenphysik, in mehr als 3 Dimensionen gibt es entsprechend auch keine stabilen Atome. Können wir alles vergessen. Wenn man jetzt mal nachschaut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus diesen 10 anfänglichen Raumdimensionen wirklich die 3 gefunden haben, dann kann man, das ist eine reine mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich genau diese 3, in denen sich Leben überhaupt entwickeln kann, 0,83% sind. Naja, gut, würde man sagen, ist klein, aber ist immer noch akzeptabel. Also unsere Chancen, genau 3 Dimensionen zu bekommen, die sich damals aufgepoppt haben, ist 1 zu 120. Da haben wir aber verdammt Glück gehabt, könnte man sagen. Es geht aber noch weiter. Tatsächlich gibt es dort draußen Kraftkonstanten, nämlich 4 unterschiedliche, die der starken Kernkraft, die der elektrischen oder genau zu sein elektromagnetischen Wechselwirkung, der schwachen Wechselwirkung und der Gravitationswechselwirkung. Und hier sehen Sie die sogenannten Kopplungskonstanten. Diese Kopplungskonstanten legen die Stärke dieser Wechselwirkung fest.
Nun kann man zeigen, dass diese Kopplungskonstanten entscheidend sind, dass sich überhaupt Leben entwickelt. Man kann zeigen, wenn sich irgendeine dieser Kraftkonstanten auch nur um 1% ändern würde oder anders wäre, dann würde Leben gar nicht in unserem Universum entstehen können. Und das ist eine harte Aussage. Denn tatsächlich kann jede Kraftkonstante in irgendeinem Universum x-beliebige Werte annehmen. Ganz grob gerechnet, wenn man sagt, okay, nehmen wir an, die Schrittgenauigkeit ist 1% und sagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von fast beliebigen Werten genau diese Werte rauskommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr 1,6 zu minus 10 hoch minus 16. Das ist 500 Millionen Mal unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto. Mit anderen Worten, dass genau diese Kraftkonstanten sich automatisch beim Big Bang einstellten, ist extrem unwahrscheinlich. Und Sie können sich erinnern, die Stringtheorie sagt ja auch, es gibt 10 oder 500 andere Universen, wo sich diese anderen Kraftkonstanten eingestellt haben. 10 oder 500. Das hat was mit diesem Calabi-Yau-Space zu tun. Sie können sich daran erinnern. Das ist schon fantastisch, dass wir gerade hier sind. Dass diese Bedingungen in unserem Universum erfüllt wurden. Da kann man nur sagen, da hatten wir aber verdammt Glück. Da kommt einiges zusammen. Was ist das Fazit? Nun, das Fazit ist, dass die Bedingungen des Universums genau so sind, dass sich Leben überhaupt entwickeln kann, geschweige denn davon zu schweigen, wenn dann diese Planeten existieren, dass sich dann noch Leben bildet. Das war ja nochmal diese ganz andere Sache mit 10 hoch minus 16. Das alles ist extrem unwahrscheinlich. Und dann kommt natürlich die Frage, warum existieren wir dann, wenn das so extrem unwahrscheinlich ist? Nun, da gibt es eben diese zwei Positionen. Die einen, die da sagen, okay, das ist Teleologie eines Schöpfers. Da gibt es jemanden, der wollte das so. Der hat das genau so gemacht. Der wollte, dass am Ende dieser Entwicklung, der biologischen Entwicklung, ein Mensch steht, Intelligenz. Das ist die Zweckbestimmtheit der Welt und das muss man einfach nur glauben. Es gibt keinen harten Grund, das wirklich zu glauben. Wenn es die Leute glauben wollen, dann ist das so. Aber seit dem Jahre 1962 gibt es eine andere gute Erklärung und das ist das sogenannte anthropische Prinzip. Und dieses anthropische Prinzip gesagt, weil es uns gibt, muss die Welt so sein, wie es sie gibt. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, stellen Sie sich vor, wir würden in einem dieser anderen Universen leben, wo die Bedingungen für Leben nicht erfüllt wären. Dann gibt es kein Leben dort und es gibt keinen, der sich darüber wundert, dass er nicht existiert. Anders ausgedrückt, wenn dieser extreme seltene Zufall mal eintritt, nämlich hier und jetzt, und wir werden uns dessen bewusst, dann ist das ein extremer Zufall, aber wir brauchen uns darüber nicht wundern. Das ist genau derselbe wie der Hamlet. Können Sie sich erinnern? Die Wahrscheinlichkeit, dass Hamlet hier auf der Erde geschrieben wird, ist extrem gering. Es können beliebig viele Bücher geschrieben werden. Aber nur Hamlet ist geschrieben worden, die anderen nicht. Aber wir brauchen uns nicht darüber wundern. Sie brauchen sich nicht darüber wundern, dass ich genau mit dieser Kleidung vor Ihnen stehe, denn in irgendeiner muss ich vor Ihnen stehen. Wir brauchen uns nicht wundern, dass dieser eine seltene Fall einmal eintritt. Das brauchen wir nicht. Also wenn es mal passiert ist, und das ist hier passiert, dann sollten wir uns nicht wundern. Es ist eben mal passiert. Sonst gäbe es uns nicht und es gäbe keinen, der sich wundern könnte. Das ist die Erklärung und die ist bekannt geworden unter dem anthropischen Prinzip von einem gewissen Herrn Dyke im Jahre 1962 aufgestellt. So, und damit haben wir einmal eine große Tour darum gemacht. Es könnte vielleicht noch andere Erklärungen geben. Wir kennen keine, aber eins ist klar, das ist das, woran heute die meisten Wissenschaftler glauben. Das ist eine gut nachvollziehbare Erklärung. Das ist eine Erklärung darüber, da können Sie nur glauben oder nicht glauben. Aber beides sind valide Erklärungen. Und zum Schluss möchte ich abschließen mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Zitat oder Aphorismus von einem Alfred Hoyle, einem britischen Astronomen aus den 50er und 60er Jahren, der gesagt hat, wir sind hier in diesem ganz und gar fantastischen Universum und wir haben kaum eine Ahnung davon, ob unser Dasein eine wirkliche Bedeutung hat. Wenn das alles wirklich ein großer Zufall ist, dann gibt es keine Bedeutung für uns. Dann müssen wir uns damit abfinden.
Aber vielleicht haben wir ja doch Glück, dass es eine Art Teleologie gibt. Wir können sie nicht widerlegen. Es könnte ja sein, dass es sie gibt. Und dann hätte sie doch zumindest eine kleine Bedeutung. Was Sie glauben, muss ich Ihnen überlassen. Das ist wirklich eine sehr private Angelegenheit. Aber Sie sehen, ein bisschen Nachdenken, und ich hoffe, dass ich das rübergebracht habe, ein bisschen Nachdenken hilft doch, um wenigstens so die Grundlagen mal anzuknapsen und zu sehen, wohin geht die Reise, wie groß ist unsere Wahrscheinlichkeit, unsere Existenz. Und ich hoffe, Sie haben verstanden, sie ist schon verdammt gering und wir können froh sein, dass wir da sind. Erfreuen Sie sich des Lebens, haben Sie einen schönen Sommer, machen Sie es gut.